Heute habe ich einmal eure Schleimrezepte getestet, weil in meinem einen Video habe ich gefragt nach Schleimrezepten, die gut sind. Und da habe ich echt sehr viele Kommentare gekriegt. Ich konnte jetzt leider nicht alle testen, deswegen habe ich jetzt einfach mal die beliebtesten Kommentare rausgesucht und diese Schleims versucht nachzumachen. Und ein paar davon sind auch echt gut geworden. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann würde ich mich echt freuen, wenn du dranbleiben würdest. Den ersten Schleim, den ich getestet habe, braucht man als erstes einmal eine Peel-Off-Maske und die gibt man dann in eine Schale rein. Im nächsten Schritt gebt ihr dann einfach ein bisschen Natron hinzu und rührt das Ganze danach gut um. Jetzt gebt ihr einfach ein bisschen Rasierschaum hinzu und zwar so viel, wie ihr auch von der Maske genommen habt und das Ganze rührt ihr dann wieder gut um. Ihr werdet dann direkt merken, dass sich so eine Art Schleim bildet. Jetzt braucht ihr als nächstes Kontaktlinsenlösung und die gebt ihr dann nach und nach hinzu, solange bis der Schleim nicht mehr an euren Händen oder an der Schüssel klebt. Jetzt ist der Schleim eigentlich auch schon fertig und ich finde es eine ganz coole Methode, weil die auch relativ einfach ist und auch echt schnell geht und auch eine der wenigen Methoden ist, die auch wirklich funktioniert. Mit der Zeit verliert der Schleim so ein bisschen an Fluffigkeit, aber dann könnt ihr einfach wieder ein bisschen Rasierschaum hinzugeben und ein bisschen Kontaktlinsenlösung und dann wird er wieder genauso wie er vorher auch war. Dieses Rezept hat also echt gut für mich funktioniert und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Den nächsten Schleim gebt ihr als erstes einfach einmal ein bisschen Shampoo in eine Schüssel und danach gebt ihr da ein bisschen Salz hinzu und rührt das Ganze danach gut um. Im nächsten Schritt müsst ihr dann Bilou hinzugeben. Leider hatte ich kein Bilou mehr zu Hause und deswegen habe ich hier Rasierschaum genommen, was am Ende vielleicht aber auch der Fehler war, weil das Ganze bei mir nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall gebt ihr ein bisschen Bilou hinzu und rührt das Ganze danach gut um. Jetzt gibst du ein bisschen Natron hinzu und verrührst das Ganze wieder. In dem Rezept stand, dass falls man Farbe haben möchte, soll man jetzt Lebensmittelfarbe hinzugeben und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich hier in diesem Fall für grün entschieden, weil das halt die typische Schleimfarbe ist. Danach soll man Kontaktlinsenlösung hinzugeben und am Anfang denkt man auch wirklich, dass das zusammenkommt. Also ich habe am Anfang wirklich gedacht, dass das Schleim funktioniert, weil das halt schon diese schleimige Konsistenz gekriegt hat, wie es halt ist, wenn man Kontaktlinsenlösung zu Kleber oder sowas hinzugibt. Aber leider hat das Ganze dann doch nicht funktioniert. Ich dachte, vielleicht liegt es daran, weil ich ein bisschen zu wenig Natron benutzt habe und deswegen habe ich nach und nach immer noch ein bisschen mehr dazu gegeben, was leider im Endeffekt auch nicht funktioniert hat. Also es hat nichts an der Konsistenz geändert. Es wurde halt irgendwie immer flüssiger, hatte ich das Gefühl. Deswegen habe ich mich im Endeffekt dafür entschieden, das Ganze einfach einmal einzufrieren. Weil beim Shampoo-Schleim ist das ja meistens so, dass wenn man ihn einfriert, dass das Ganze funktioniert. Und deswegen habe ich das erstmal in eine andere Verpackung gefüllt und danach für eine halbe Stunde eingefroren. Nachdem ich das Ganze eine halbe Stunde eingefroren hatte, war die Konsistenz schon besser. Es hat mich eher so an Pudding oder sowas erinnert.
Aber auf jeden Fall war das noch kein Schleim und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Ganze noch ein bisschen länger einzufrieren, weil ich dachte, dass es dann vielleicht besser werden könnte. Ich habe das Ganze dann nochmal für eine halbe Stunde eingefroren und dann war das wirklich sehr fest und ich habe versucht, das ein bisschen rauszunehmen. Aber wenn man es auf die Hand gemacht hat, es war wirklich extrem kalt. Und es hat auch sehr an den Händen abgefärbt und hat auch wirklich nicht gut funktioniert. Also es hat mich jetzt nicht an Schleim erinnert. Aber vielleicht liegt es daran, weil ich kein Bilou da hatte und das mit Rasierschaum gemacht habe. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Vielleicht probiere ich es nochmal mit Bilou aus und es funktioniert dann besser. Für den nächsten Schleim braucht ihr jetzt erst einmal Speisestärke und die gebt ihr in eine Schüssel oder so wie ich halt auf einen Teller. Und danach gebt ihr dann nach und nach ein bisschen Duschgel hinzu und verrührt das Ganze so lange, bis das so eine einheitliche Masse wird. Bei mir hat das Ganze ein bisschen länger gedauert, weil es entweder zu flüssig oder zu fest war. Aber wenn es zu flüssig ist, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen mehr Speisestärke hinzu. Oder wenn es zu fest ist, einfach noch ein bisschen mehr von dem Duschgel. Im Endeffekt hatte das Ganze eher eine Konsistenz von Knete, also es hat mich nicht wirklich an Schleim erinnert und es hat auch sehr geklebt und abgefärbt, wie bei dem anderen Schleim leider auch. Vielleicht liegt es an der Speisestärke oder vielleicht hatte ich das falsche Duschgel, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Auf jeden Fall ist das eher so ein Knetschleim, aber es kommt schon eher an Schleim ran als das andere Rezept. Aber generell würde ich dieses Rezept auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Im nächsten Rezept sollte man Rasierschaum im Kühlschrank einfrieren. Also ich habe jetzt einfach damit gerechnet, dass sie meinte, in den Kühlschrank stellen. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Und jedenfalls habe ich das Ganze dann für 2 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Leider hat das überhaupt nicht funktioniert. Es war einfach wie normaler Rasierschaum. Danach genauso wie vorher. Im nächsten Rezept sollte man Zahnpasta in die Mikrowelle tun. Und ich habe hier jetzt einfach eine ganz normale Zahnpasta genommen, die ich halt zu Hause hatte. Und das Ganze für 30 Sekunden in die Mikrowelle gestellt. Nach den 30 Sekunden habe ich nicht wirklich einen Unterschied festgestellt. Also es war eigentlich die gleiche Konsistenz, nur dass das Ganze ein bisschen warm war. Und deswegen habe ich das Ganze dann nochmal für 30 Sekunden in die Mikrowelle gestellt. Aber auch dann war das Ganze einfach wie ganz normale Zahnpasta. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Ganze einfach mal abkühlen zu lassen und zu sehen, ob sich da die Konsistenz ändert. Und tatsächlich hat es nach dem Abkühlen eine Art schleimige Konsistenz gekriegt. Es war jetzt halt natürlich nicht der beste Schleim. Aber auf jeden Fall hat das Ganze funktioniert und falls ihr mal ganz schnell Schleim haben wollt und jetzt euch nicht 1000 Sachen dafür kaufen wollt, ist es wirklich zu empfehlen und ihr könnt das Ganze mal gerne nachmachen. Vielleicht muss man das Ganze auch noch ein bisschen länger in die Mikrowelle stellen, damit es nicht mehr so doll an den Händen klebt. Aber auf jeden Fall hat das Ganze funktioniert. Trotzdem nochmal ein Danke an alle, die mir ein gutes Rezept geschickt haben. Ich konnte jetzt leider, wie gesagt, nicht alle testen, aber eure Rezepte werde ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwann testen, vielleicht sogar in einem Video. Und sonst würde ich sagen, falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt oder vielleicht sogar meinen Kanal abonnierst. Und sonst würde ich sagen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!